Was für Flores ist erster? Jack Norris ist erster. Und zweiter ist Leclerc. Leclerc. Mike Wind? Digga, das ist so schlimm. Wir sind hier in Nürnberg bei Star FM, bei dem Radiosender. Es ist noch relativ früh, es ist nämlich erst mittags. Noch gar nicht unsere Zeit, aber es wurde schon Bier aus Schank angeboten. Genau, und wir machen jetzt hier ein kleines Interview. Genau. Da würde ich auf jeden Fall gut atmen, Nico. Ja, ich weiß, ich habe es extra ein bisschen weggemacht. Ja, aber es geht gut. Gestern war Off-Day, das heißt, wir sind auch alle ein bisschen ausgeschlafener und wir haben eine schöne Show heute vor uns. Wollte ich gerade sagen, gestern Off-Day, die Tage zuvor, habt ihr ja in Polen gespielt, soweit ich weiß. Genau. Und davor noch England und so. Also es geht auf jeden Fall wild quer durchs Land. Und jetzt sind wir wieder in Deutschland, was aber ehrlich gesagt ganz schön ist. Ja. Ach, ich sitze eigentlich gerade so gut. Interview erledigt. Wir hören uns das nachher dann schön an zusammen im Bus. Zum wem? Zum Hirsch. Das hat tatsächlich auch gesagt. Video. Video? Ja. Ich stehe die ganze Zeit. Ja, ich höre dich doch. Ich denke doch gerade ein Video am Machen. Genau. Heute geht die Party ab, Leute. You had one job. Soll ich auch mal ein Auge auf dich werfen? Oder? Das kann man essen? Oh. Das hängt noch ein bisschen an der Sehne fest, hinter einer Augensehne. Da ist ja Flüssigkeit drin. Augenflüssigkeit. Man darf sich ja nicht vorstellen, dass das ein Auge ist, dann geht's. Ja. Schade. Wenn die Kamera läuft, klappt es halt nicht, ja? Ja. Das Ganze, das klappt doch nicht. Das? Probier. Falsche Flasche. Hä? Ist geklappt. Und Hand gebrochen. Man muss ja mal ehrlich Klartext reden, ja? Diesen ganzen Content zu produzieren ist nicht so einfach. Weil eigentlich sitzen wir die ganze Zeit hier auf der Couch, warten bis unsere Show kommt und gammeln nur vor uns hin. Aber wir wollen ja euch was mitgeben. Deswegen müssen wir uns immer einen Scheiß ausdenken, den wir dann selber auch sehr lustig finden. Aber dieser Ausdenkprozess ist manchmal nicht so einfach. Jetzt haben wir uns gedacht, gehen wir einfach mal Peter suchen. Weil es könnte eine geile Story draus werden. Da geht's schon los. Milo glaubt ein Bier. Das ist aber auch die erste. Wir gehen jetzt Peter suchen. Nehmen wir noch ein Getränk mit. Jetzt Peter duschen. Ich bin mit Cola anstoßen. Ein Peter weit und breit. Mal hier lang. Ah, kann man ein Foto machen gleich. Mal einen Schnitt. So, kurz Foto gemacht. Peter! Ein Peter. Dann kann er ja nur noch im Bus sein. Ich stehe jetzt, wer gewinnt. Wer führt? Kräuter führt auf jeden Fall. Kräuter führt. Oh, jetzt kommt jemand. Fuck, ihr wieder. Ich gehe wieder, ja? Du kannst ruhig bleiben. Nee, ich gehe. Können wir gleich das kombinieren mit unserer Bustour. Jetzt seht ihr mal den oberen Bereich. Das ist aber eigentlich recht öde, weil er besteht eigentlich nur das Bett. Ich glaube, den Fernseher, den kann man auch runter machen, oder? Das hier. Up, down. Oh yes, ich hab's gefunden. Okay. Jetzt ruft mich jemand an. Ach, Nina. Zum Anstoßen? Geht's schon los? Oh, okay, komm mal. So. Jetzt können wir es endlich machen. Okay, mein Handy schon wieder. Was ist denn nur? Ja? Oh, ja. Wir haben Peter nicht gefunden. Wir gucken jetzt nochmal in seine Koje rein. Peter! Also wir müssen schnell in den Backstage, weil die wollen jetzt anstoßen zur Show. Hier wieder! Sorry, wo warst du? Ich hab geschlafen. Sieht man das nicht? Stage? Wir sind heute in München im Backstage in der großen, schönen Halle. Ich muss sagen, einer meiner Favoriten an Spots hier während der Tour, weil es ist einfach so geil.
Hier gibt es so einen kleinen Graben. Die Bühne ist mega. Die Leute sind entspannt und ja. Backstage München muss man einfach mal gespielt haben. Geil. Ich höre jetzt eine Schokomilch. Wie viele Show ist das heute? Hast du aufgehört zu zählen schon? Ist 18. Das, was er sagt. Aber ich glaube, es kommen noch vier. Vier Shows, glaube ich, noch. Drei Shows? Vier. Und dann. Geil. Dann höre ich auf zu zählen. Opa, jetzt kippt er. Du kannst einen haben. Hey. Gut, dann kann ich ja jetzt endlich saufen. Dankeschön. Ja, mit Tönen, mit Tönen. Wie lautet dieser Plural von Tönen? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Was war das denn für eine Flanke? Wackeln. Ist ja damals so. Können wir kurz festhalten, dass wir 3-0 führen? Nee. Und nicht. Wir spielen das erste Mal heute Band intern FIFA. Oh, genau, nämlich weg damit. Zwei Sänger gegen die zwei Rhythmus. Ah, den haben wir. Fraktional. Sorry, ich geb's. Wir können nix, Gönni. Guck dir das an. Nix, Gönni. Ah! Ja, das ist gut. Alter, was für ein geiles Tor. Leider gut. Ja, ja! Du hast geguckt, du Schweine. Ja, ich hab geguckt, genau. Oh, na klar, hier war ich so. Rhythmus-Sektion 3. Sänger 0. Persönlich mache hier jetzt einen Soundcheck. Yeah! Hähnchen mit scharfer Soße, einem Salat, wo ich den Namen nicht weiß, Kartoffeln, Möhren. Luke. Was machst du da gerade? Ich mache ein Reel, wo ich zeige, was ich am Tag esse auf Tour. Mhm. Und bis jetzt sieht das sehr löblich aus, auf jeden Fall im Vergleich zu sonst. Hier wird noch Bautechnik und Architektur und Statik groß geschrieben in Münster. Die haben ja schon mal die Architects gespielt, deswegen. Wir haben ja so ein schönes Präsent bekommen. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Wir haben es auch noch nicht gesehen. Christoph und ich machen das jetzt in Co-Produktion gemeinsam auf. Oh, was war das denn? Ich hab's voll vergessen. Viel Spaß. Stoßen wir jetzt an oder stoßen wir nicht mehr an? Few moments later. Fragst du mich wieder nach der Show, wie ich es fand? Ja. Richtig kacke. Also kacke geil. war wirklich kacke geil heute, ey. Ich bin der Ufer, ich bin auch dabei. Macht das Spaß? Was? Ob das Spaß macht? Ich bin so konzentriert, dass ich nur meine Frage höre. Nee, das macht keinen Spaß. Ich stelle mich echt dumm an hier, aber das ist so. Auf Milo und Frieda! Es war uns eine Ehre. Tilburg! Okay! Leute, genießen! Endlich mal. Heute denke ich schon mal. Ja, hey, danke euch. Aber Dezember geht direkt wieder weiter.
den Tränen nach. Tut mir leid. Wir spielen jetzt einfach nichts. So the tour with NSOK for us has been absolutely amazing. We feel like we've gained a new family, both the crew and the band. Everyone's been so nice. We've had the best time ever. So thank you for bringing us along. It's been amazing. Take me down to the depth of my calamity. Your touch is burning agony. Ganz ehrlich, kannst du mal das Listing und ich spring mal beide, wo ich springen würde. Ich sage ihr euch, ich spring verschieden. Ist das geil? Alles geil. What happened the tour Abschluss of the Abyss Tour? I become fast heartbeat. Wo ist mein Shuttle zur Bühne? Ja, das ist ja langweilig, wenn du auf den Takt immer aufkommst und wenn du auf den Takt oben bist. Spring mal wirklich, wie du gesprungen bist, weil es macht keinen Sinn. Jetzt? Nee, das hast du nicht gemacht. Doch, das wäre sinnvoll. Es gibt Fotos von Luke gestern. Da guck ich die Kamera an und sag. Hä? Hey Leute, wir wollten nur ganz kurz Danke sagen. Wir stehen hier noch vor dem Wietzemann in Stuttgart, haben die letzte Show gerade gespielt und es war so krass. Wir sind echt überwältigt. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns bald wieder hoffentlich.